lassen Sie ein bisschen weg. Ja, ich nehme den Ball an. Ich habe eine Lösung im Kopf gehabt. Die war eigentlich echt gut. Und Mbappé hat mir dann diese Lösung zunichte gemacht. Und danach kam, ich weiß gar nicht, Hakimi von hinten, glaube ich. Ja, natürlich nicht top in so einem Spiel, vor allem in der Situation auch, wenn der reingeht. Kann das Spiel anders laufen, darum bin ich sehr, sehr happy, wie Matthijs reagiert hat. Überragend, wirklich. Ein großes Dankeschön an ihn. Oh, ich glaube, ein Getränk wird nicht reichen. Ein Lastwagen, irgendwie Schweizer Schokolade oder so, mal schauen. Nein, aber das macht er wirklich gut, hat mitgedacht, da hatten wir Glück. Aber ich meine, im Großen und Ganzen fand ich, hat mir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Sehr gut verteidigt, sehr kompakt, viel Energie auf dem Platz gehabt und das war sehr positiv. Als Verteidiger probiere ich immer antizipieren und ich muss auch, dass meinen Kollegen die Ball verliert, dann muss ich fertig sein, ready sein. Und ja, das war heute das perfekte Moment. Natürlich habe ich gesehen, dass Jan in den Problemen war und dann bin ich so schnell als möglich zum Tor gegangen und ja, glücklich hat er nicht so scharf geschossen und habe ich die Möglichkeit gehabt, diesen Block zu machen. War jetzt nicht ganz glücklich. Leider sind den Spieler in seinem Rücken vergessen, dann haben sie ihn gut zugelaufen. Ja, aber er hat offensichtlich ein gutes Verhältnis zu Matthijs. Der hat dann leidenschaftlich noch verteidigt. Das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus, dass er einfach, ich habe gerade gesagt im Interview, ich glaube 9 von 10 Verteidigern hören da auf zu laufen, weil sie sagen, der ist eh drin. Und er liebt halt liebst zu verteidigen oder hasst es, Gegentore zu kriegen. Und dann haben sie sich gegenseitig unterstützt. Also ein Fehler passiert. Im K.O.-Spiel natürlich nicht ganz so gut, aber es ist ja nichts passiert, weil wir noch einen Verteidiger haben, der es gerettet hat.